Herzlich willkommen zu der letzten großen Nerd-News kurz vor dem Release der Switch. Ich habe leider noch keine, wie ihr seht. Die großen Märkte wollen sie noch nicht rausrücken. Dafür stehe ich dann morgen gleich um 10 vor der Tür und bringe euch morgen mehrere Videos. Versprochen. Aber fangen wir doch erstmal mit den letzten News an, bevor der große Launch nun vonstatten geht. Und zwar fangen wir gleich mal mit Zelda an. Nintendo hat einen ungewöhnlichen Schritt getan und Einblicke in die Entwicklung des Spiels gewährt. So sieht man zum Beispiel Link auf einem Motorrad und mit einer E-Gitarre rumlaufen auf einem Artwork. Das hätte durchaus heißen können, dass das neue Zelda noch mehr geändert wurde, als wie es jetzt schon der Fall war. Das Ganze sollte offensichtlich ein bisschen moderner werden, aber ich finde es gut so, wie es jetzt rausgekommen ist. Vor allem wollte Nintendo offensichtlich mal wieder auf ein Instrument setzen. Das hat man jetzt wohl sein lassen. Denn der Fokus bei dem Spiel liegt auf dem Wetter und den physikalischen Einwirkungen. Und Achtung, jetzt kommt ein kleiner Ausschnitt. Der ist doch sehr interessant. In dem hat Link spezielle Stiefel an und die reagieren auf das Wetter. Habt ihr das gesehen? Die Elektrostiefel haben doch tatsächlich auf den Regen reagiert und Link ist im Endeffekt an der Reaktion gestorben. Das beweist auch mal wieder, dass dieses Spiel eins der schwersten Zeldas aller Zeiten ist, nach Zelda 2. Aber das macht offensichtlich nichts aus, denn nach der Edge, die ja eine perfekte 10 von 10 gegeben haben, sind jetzt auch andere Wertungen rausgekommen und die ergeben auf Metacritic tatsächlich 98 von 100 möglichen Prozent. Damit liegt das neue Zelda sogar weit vor Ocarina of Time. Wer schon mal einen Einblick haben will, falls ihr die Switch morgen nicht bekommt oder vielleicht noch überlegt, sie euch zu holen mit dem Spiel dazu. Die ersten Let's Plays laufen bereits und da kann ich euch zwei explizit empfehlen. Das erste ist Domtendo, der spielt das Spiel auf der Switch. Und das zweite von dem guten Wollo, der spielt das Spiel auf der Wii U. Aber bleiben wir gleich mal bei der Software. Und zwar hat Capcom jetzt das Release-Datum von Ultra Street Fighter 2 bekannt gegeben. Und das erscheint am 26. Mai und ist dann der nächste große Titel nach Mario Kart 8 Deluxe. Damit erscheint bis jetzt jeden Monat ein großer Titel für die Nintendo Switch. Nintendo meint es offensichtlich ernst mit der Regionsfreiheit der Konsole. Ihr wisst ja, die Nintendo Switch könnt ihr nun überall kaufen und überall auf der Welt könnt ihr euch Software dazu kaufen. Und das Interessante dabei ist, ihr könnt einfach auf einer Switch zwei Accounts erstellen. Meinetwegen einen in Deutschland und meinetwegen einen in Amerika und könnt dann auch auf den amerikanischen eShop zugreifen und bekommt dann auch die Spiele für den besagten Preis. Meine Empfehlung ist immer noch, kauft euch die Spiele auf der Cartridge. Die sind meistens günstiger und sind auch noch in 10 Jahren spielbar, wenn die Server eventuell gar nicht mehr laufen. Es gab mal eine Zeit, da war das Nintendo Seal of Quality mal richtig was wert. Nintendo hat die Spiele kontrolliert, die auf ihrer Konsole rausgebracht wurden. Und wenn man das nicht macht, das sieht man ja momentan gerade bei Steam Greenlight, da kommt dann eine ganze Menge Schrott auf so einer Plattform. Das will Nintendo jetzt wieder einführen. Jeder Indie-Titel, der auf der Konsole gelauncht werden soll, wird von Nintendo einzeln kontrolliert. Das bedeutet natürlich für uns mehr Qualität, aber eventuell auch weniger Vielfalt. Ich bin mal gespannt, nach welchen Kriterien Nintendo da aussortieren wird. Aber wo wir gerade bei der Software sind, ab heute könnt ihr offiziell die Nintendo Eltern-App runterladen. Das heißt für euch, falls ihr Eltern von jüngeren Kindern seid, könnt ihr die App jetzt runterladen und die Switch damit kontrollieren und auf einen gewissen Zeitraum beschränken. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Software für die Nintendo Switch und zwar ist heute das System Update gelauncht, was ihr ja benötigt, um die Switch komplett nutzen zu können. Und da sind doch einige interessante Sachen zutage gekommen. Ich habe es ja schon in den letzten Nerd News erwähnt, da waren ja schon ein paar Details bekannt. Zum Beispiel könnt ihr euch jetzt mit der Switch mit Hotspots verbinden, sozialen Netzwerken. Dann gibt es die Neuigkeiten-Sektion, die jetzt freigeschaltet wurde. Der eShop wurde freigeschalten. Die Option wurde freigeschalten, dass ihr jetzt Punkte für Retail-Spiele erhalten könnt. Das ist je nach Wert im eShop angesiedelt. Das heißt, über 60 Euro bekommt ihr zum Beispiel 16
Goldpunkte. Was diese genau wert sind am Ende, das weiß man noch nicht so richtig. Ich hoffe ja, dass es wieder Goodies von Nintendo geben wird. Aber es ist noch ein interessantes Feature dazugekommen, denn wenn ihr euren Fernseher im Standby lasst und die Docking Station angeschlossen habt, könnt ihr jetzt aktivieren, sobald ihr die Switch reinsteckt, der Fernseher automatisch auf dem richtigen Kanal anspringt. Wichtig dabei ist allerdings, der Fernseher muss das auch unterstützen und er darf natürlich nicht an einer abschaltbaren Steckdose hängen. Einige User behaupten sogar, dass dieses System-Update den Fehler beseitigt, den ihr mit dem linken Joy-Con habt, dass ihr da sehr oft die Verbindung verlieren könnt. Da hat sich Eurogamer bzw. Digital Foundry gleich mal rangemacht und hat gesagt, nee, wurde nicht angetastet, das Problem, und hat gleich mal eine Detailanalyse aufgestellt. Und da hat man die Joy-Cons mit verschiedenen Weiten getestet, von der Switch entfernt und ist auf ein sehr interessantes Ergebnis gekommen, denn der linke Joy-Con scheint wirklich wesentlich empfindlicher zu sein. Dieser verliert schon ab wenigen Metern Entfernung sehr schnell die Verbindung. Der rechte Joy-Con hingegen hat in den meisten Zeiten eine perfekte Verbindung. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr nicht 6 Meter von eurem Fernseher wegsitzt und das einfach genießen könnt, ohne dass es euch auffällt. Aber gehen wir gleich mal über zu der Hardware der Switch. Und zwar hat man die Switch Cartridges einmal gekostet. Ihr habt richtig gehört, man hat die Switch Cartridges abgeleckt. Wie man darauf kommt, das ist wieder so eine YouTube-Geschichte. Es gibt Kanäle, die probieren halt alles, nicht nur Burger und irgendwelche Lebensmittel, sondern die kauen dann halt auch mal auf elektronischen Geräten rum und dann kommt sowas bei raus. Was dabei rauskommt, ist, dass die Switch-Cartridges abscheulich schmecken. Das hat einen speziellen Grund laut Nintendo. Es sind sehr kleine Teile, die von Kleinkindern verschluckt werden können. Und Nintendo erhofft sich damit, dass diese dann direkt wieder ausgespuckt werden. Das Interessante dabei ist, wenn man eine NES- oder eine SNES-Cartridge anleckt, dann schmecken die ganz leicht auch danach. Und jetzt kommt eine Nachricht, wo ich erst dachte, das ist jetzt nicht deren Ernst. Nintendo führt die Freundescodes wieder ein. Ja, genau. Die Freundescodes, die wir ja alle so geliebt haben auf den anderen Konsolen, wo man einen speziellen Code für euren Freund eingeben muss, damit dieser sich mit euch verbinden kann. Zum Glück sind diese allerdings nur optional. Weitere Alternativen sind, wenn ihr im lokalen Multiplayer seid, könnt ihr euch direkt miteinander verbinden über soziale Netzwerke. Oder zum Beispiel, wenn ihr gegen einen unbekannten Spieler gespielt habt, das geht auch. Ein Glück, da musste ich erstmal ganz schön tief durchatmen. Wenn es um Marketing geht, dann sind wir ja ganz weit hinten in Deutschland. Ich habe heute, wie gesagt, einen Saturn und einen Mediamarkt abgeklappert und irgendwie habe ich bis auf die ersten paar Spiele und einem Werbeplakat nicht sehr viel von der Nintendo Switch gemerkt. Und das finde ich doch irgendwie sehr, sehr traurig. Wenn man da jetzt mal rüberschiebt nach Japan zum Beispiel, dann sagt man, geil, sowas will ich hier auch haben. Und zwar sind da einfach mal Riesenstationen von der Switch aufgestellt. Es sind kartonweise irgendwelche Zubehörteile da. Nintendo reißt sich da quasi den Arsch auf und hier ist so, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nicht nur in Japan ist das so, sondern auch in Amerika und zwar im Walmart. Denn Nintendo hat hier offensichtlich wieder eine Kooperation mit Pepsi geschlossen und da hat man doch einen sehr, sehr geilen Pepsi-Aufsteller hingestellt und hat aus verschiedenen Pappkartons von Pepsi ein Mario gebastelt mit einem Switch-Schriftzug und genau das nenne ich Marketing. Wir sind natürlich hier wieder mal relativ trocken dran, leider. Und wer immer noch nicht genug von der Switch bekommen kann, Digital Foundry hat sie mal komplett analysiert. Die haben sie ja jetzt schon seit knapp einer Woche da und konnten auf die verschiedenen Details eingehen. Und zwar, wie es sich spielt mit den Joy-Cons und anstatt einem Steuerkreuz die Knöpfe dazu haben. Das war die letzte große Switch-News vor dem Release. Wie gesagt, morgen gibt es nochmal einige Videos. Ich habe auch ein interessantes Experiment dafür. Es war eine schöne Zeit. Der Kanal ist dadurch groß geworden durch die Switch. Und da möchte ich mich nochmal an alle die bedanken, die jetzt mit Interesse immer dabei waren. Es wird natürlich auch in Zukunft Switch-News weiterhin geben, weil ich denke, die Konsole ist wesentlich mehr angesagt als zum Beispiel, ich sage jetzt mal keine Namen, bevor ich mir jetzt hier gleich Ärger einhandle,
Aber ich hoffe, ihr bleibt bei mir und ich hoffe, ihr guckt weiter in die News. Es kommen noch viele interessante Themen, aber jetzt geht es morgen. Aber morgen geht es nun erstmal los mit der neuen Nintendo-Ära. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar drunter oder sogar ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten News, bis zum nächsten Video. Ciao!